Wir haben Besuch bekommen. Wie ist denn da? Guck mal, guck mal. Sie hat Aua. Aua? Guck mal, ja. Sie hat sich den ihren Fuß gebrochen. Nein, sie hat es gebrochen. Guck mal, mein Lieben, sie hat ihren Fuß gebrochen. Hier und hat okay. Seit 2 Wochen Gips dran, die Arme. Schau mal. Aber immer nur deine Zehen vorne. Gucken wir da. Silja, guck mal. Was bist du heute scheu? Ja, vor mir vor allem noch ein bisschen. Echt? Ja. Jetzt hast du uns lang nicht mehr gesehen. Lang nicht mehr gesehen. Ich bin auch ein bisschen. Ja, ein bisschen schüchtern. Nachher wird's schon, gell? Wo ist denn Volker? Auch nicht da. Keiner ist da. Oh. Jetzt da. Ui, jetzt hat sie Hip extra von Millet bekommen. Guck mal, sie hat Hip gekauft. Abu, Kijuwa. Hey, ist du selber oder was? Ich hab gemeint, das ist für sie? Ich mein, voll gut. Echt? Silja, guck mal, pack. Das ist von der Oma. Schau mal, was Robert dir gibt. Guck mal. Gell? Ui. Aber das ist für die Badewanne. Ah, Pool. Das ist für den Pool. Ja, aber für den Sommer. Nächstes Jahr? Gibt es verschiedene Lichter. Ja, das kann sie noch nicht. Oh, jedem gibt es ein Geschenk. Wir werden jetzt brunchen, sag ich mal, um 1, weil wir haben auch noch nicht gefrühstückt gehabt. Die sind dann gekommen, also haben auch nicht viel gefrühstückt in der Früh. Dann habe ich was vorbereitet, schaut mal Kira an. Oh, mein Sinuki, hä? Was macht ihr eigentlich? Was habt ihr gemacht? Hände gewaschen? Vielleicht tust du heute Babysitting machen den ganzen Tag. Ja? Hast du Hände gewaschen? Komm jetzt zum Essen. Komm, wo ist denn Millet? Tut die Hände waschen noch? Ja, geh mal, komm. Geh mal, wo sind die denn? So, und jetzt essen tut sie auch mit dir? Ja. Also nimm sie mal auf deinen Schoß, komm. Mit freundlicher Unterstützung unseres Video-Werbepartners stellen wir euch heute den Tineco Pure One S12 Pro X vor. Es ist ein intelligenter Akkustaubsauger mit einem iLoop-System, der passt sich dem tatsächlichen Staubaufkommen an. Er hat 2 Turbobürsten, eine für harte Böden, um zu schonen, und der 2. ist für Teppichböden und so weiter, um den starken Schmutz zu saugen. Das ist der iLoop-Sensor hier. Seht ihr? Der wird rot und er sagt mir, da ist viel mehr Schmutz und Staub. Jetzt wird es weniger, weil er natürlich aufgesaugt hat. Ja. So. Das heißt, ich sehe auch noch, ob praktisch Dreck auf dem Teppich ist, ne? Und ja, Kann dann nochmal drüber fahren. Genau. Umso öfter ich da jetzt fahre, umso weniger wird er praktisch rot, oder? Ja. Ja, vorher war er hier ganz rot. Tiefrot. Jetzt wird er blau. Ja. Jetzt wird er schon sauber, die Stelle. Cool. Der Robert hat Spaß daran. Er sagt, da kann man schön sauber machen. Da weiß man genau, aha, wie viel Dreck ist da im Teppich noch drin. Richtig Tiefenreinigung. Wenn man hier auf den Knopf geht, dann hat man einen Dauersaugen, braucht man gar nichts mehr machen. Man kann ihn auch manuell selber betätigen, draufbleiben oder weggehen. Und dann hat man hier noch das hier, da kann man die Saugleistung selber variieren. Ich zeige es euch mal, hier gibt es einen Autoknopf. Auto, wenn man zum Beispiel drückt, dann stellt er die Saugleistung selber ein, je nachdem wie er es braucht, nach Schmutzgrad. Und hier kann man es dann selber, guck mal, die Saugleistung noch selber einstellen, wie hoch man es haben will. Und dann gibt es hier die Batterieanzeige, hier die Saugstärke und so weiter. Und man kann es auch mit dem Wi-Fi verbinden. Es gibt auch eine App dafür. Und man kann ihn in einen leichten Handstaubsauger verwandeln. So. Bestens für Tierhaare geeignet. Schaut mal, blau, ich habe es sauber. Oh, da hat er erkannt, da ist noch ein bisschen. Da war Schmutz. Nein, da ist alles sauber. Der Akkustaubsauger hat Menge Zubehör, die Multifunktionsbürste, die Mini-Turbo-Bürste, die 2-in-1 Staubbürste, Fugendüse, flexible lange Fugendüse, die weiche Bürste, Multiwinkel, Gelenkrohr, biegsamer Verlängerungsschlauch
und das automatisierte Reinigungswerkzeug. Was mir ganz besonders gefällt, ist ein Ersatzakku. Wir haben also zwei Akkus beim Gerät dabei und hier natürlich noch die Wandhalterung mit Ladevorrichtung. Fazit. Begeistert. Ja, wir sind wirklich begeistert. Der Staubsauger fühlt sich richtig wertig an. Ja. Tolles Zubehör. Und was mir gefällt, ist dieser iLoop-Sensor. Wenn man hier unseren Teppich zum Beispiel macht, wenn man genau sieht, jetzt ist sauber. Das finde ich cool, weil das hat sonst bisher kein Staubsauger gehabt. Du saugst halt und danach ist er eigentlich immer noch dreckig. Und mir gefällt er, weil er auch leicht ist und natürlich einen Handstaubsauger umwandeln kann. Und besonders bei Tierhaaren. Also besonders bei Tierhaaren auf der Couch und so weiter. Also, und meine Lieben, wir haben alle Infos in der Infobox. Die ganzen Shoplinks und so weiter, wo ihr euch Infos holen könnt und so weiter. Alles in die Infobox gepackt. Schaut euch mal an, wie das Ganze funktioniert. Also wirklich von Herzen zu empfehlen. Schaut mal, zeigt ein Lütfi, wie der Staubsauger funktioniert, ha? Wow, oh, Wahnsinn! Guck mal da, wo der viel Wahnsinn. Dreck ist. Wahnsinn! Gebt euch das mal! Hundehaare? Wahnsinn, das ist ja mega! Das ist echt super! Wahnsinn! Selbstreinigung. Wahnsinn. Dann weißt du auch, dass dein Filter sauber ist. Genau, dann weißt du es. Genau, das ist ja der Sinn. Ja, der saugt den praktisch ab, ne? Ja. CDH ist eingeschlafen. Oh, Kusum. Aber Milay, nicht wecken. Nicht wecken. Hatte ich das jetzt auch da? Die war auf einer Geburtstagsparty, gell? Von deiner Freundin. Und hat. Oh, Geburtstag. Ich liebe das. Ich liebe diese Tüten. Zeig mal, was da drin ist. Wahnsinn. Ich liebe das. Liebst du die auch? Oh ja, da ist eine Haarspange drin. Was ist das? Ja. Ist das keine Haarspange? Oh oh. Ich hab gemeint, das ist eine Haarspange. Arm mit Metall. Ach, Armband ist das jetzt da. Okay, das liebe ich auch. Ich liebe alles. So, die Eltern sind jetzt gegangen. Die Hatice bleibt bei uns. Und die machen jetzt ein Puzzle mit der Milay. Da ist fein noch ein Teil drin, Mädle. Ja, sonst fehlt er euch. Und zwar, was macht ihr da für ein Puzzle? Ravensburger Puzzle 200er. Hab ich noch. Wenn ihr das schafft, oh, das schaut voll ganz schön nicht schwer aus, Milay. Nee, Kira macht dir nichts. Brauchst keine Angst haben. Aber ich musste ja. Ja, die hat sich jetzt an dich gewöhnt. Nein, sie hat gesagt, dass sie sich an Kira. Ach so, sie hat sich an Kira gewöhnt, okay. Dirty. Wie heißt der Dirty? Gott, wo haben wir das gesehen? Auf Instagram und so zeigen sie die gerade oft, gell? Und dann haben wir gedacht, wir probieren das. Und was ist das? Peach. Mhm. Nach was schmeckt's? Pfirsicheistee. Pfirsicheistee. Ganz normale, gell? Mhm. Also kein Unterschied irgendwie. Da steht Stay safe, drink dirty. Da steht Get that wet and peachy taste. Naja, der Name ist anders, aber das gleiche wie Eistee. Also viel weit seid ihr jetzt aber nicht kommen, gell? Da wird man müde. Da wird man müde, gell? So müde, ja, das entspannt einfach. Ja, also da gibt es noch einiges zu machen, Mädels. Ja, das machen wir für uns, ja? Ja, ja, klar, ihr fangt an und ich mach weiter, oder was? Mhm. Sehr witzig, gell? Ich weiß nicht, da muss so ein fettes Ding hin. Fettes? Ich brauch auch. Ah, ich weiß schon, was ihr meint. Ah, ich glaube, ich hab's. Ich brauch auch fettes. Nee. Nein. Endspurt. Wie viele Teile habt ihr noch? Keine Ahnung, 5. 4? Aber fehlen da Teile, Leute? Irgendwie habe ich das Gefühl, da fehlen welche. Hä? Irgendwie schon? Hat Kira was rausgetragen? Ja, nein, es ist nicht auf den Boden gefallen. Hä, auf den Boden? Nein, es ist nichts auf dem Boden. Es ist nichts auf dem Boden? Also, hä? Endspurt. Ich habe aber auch geholfen. Nein. Du hast nicht geholfen. Ich habe schon geholfen. Mm-mm. Hä? Natürlich habe ich geholfen. Genau. Gell, Hatice, sag's. Ich habe geholfen, gell? Mhm. Also da fehlen aber Teile, Leute, trotzdem. Dann hätten wir angeben können, dass wir voll gut sind. Ach so, ihr wolltet angeben. Aber es fehlen trotzdem Teile, nein, oder? Nein, fehlen nicht. Ach, du hast sie hier alle vor dir. Ja, du...
Du kleiner Frecher. Ja. Freche. So? Ja. Ich hab die zwei letzten. Gib eins, Adige, bitte. Jetzt haben sie den Hang nicht, ja? Rot. Warte, weckle, weckle. Also, 3, 2, 1. Weckle, weckle, weckle. Also, ich spiele, ich spiele. Ich gehe, ich. Was macht sie? Ziegestanz. Freudentanz nennt man sowas, oder? So, jetzt schauen wir uns das mal an. Oh, kleine Kuse. Wie cool ist das geworden? War echt schon durcheinander. Wir müssen jetzt voll wenige Teile aus. Okay. Super, habt ihr gemacht. Jetzt gibt, hat jetzt Hunger. Chuck. Ja, die tut das jetzt raus und will es selber machen, gell? Während Hatice hier ihre Wienerle ist. Ja, du weißt es gut. Die kann mich tragen. Lass runter. Oh mein Gott. Millet wollte eigentlich kochen, aber jetzt hat sie sich anders überlegt, die geht jetzt mit Papa raus, Fahrrad fahren. Mit Hund, aber ja, mit einem besonderen Fahrrad, das zeigt man später mal irgendwann im Video, gell? Also geht ihr und dann, Millet und Millet, soll ich heute kochen? Ja, und genau. Ich koch morgen. Genau, und du kochst morgen. Ja. Sie liebt ja kochen, gell? Ich mache das mal so eine halbe Stunde oder so. Halbe Stunde? Auf Befehl, Sir, mach ich. Komm mal heim und ja, hey Papa, ich muss dir mal schon was zeigen. Stell das mal hier auf. Nein, das haben die schon gesehen. Ich muss Papa zeigen. Was denn? Okay, komm. Was willst du Papa zeigen? Ach so, das hat sie vorher schon gemacht. Die kann mich schon tragen. Ah, wie die Kamera aufstellt. Okay, also ihr geht jetzt und ich koche dann. Ja. Essen ist fertig. Was machst du da? Ach Gott, schaut mal mein Timing an. Da kommen sie schon. Cool. Essen ist fertig. Riecht's schon? Nee. Nicht? Was? Aber ein Zufall, ha? Habe ich gut hinbekommen. Gnocchi, Pfanne mit Spinat und Tomaten. Und da ist auch noch Sahne mit drin. Ich habe gesagt, jetzt tun wir spülen. Und dabei läuft die Kamera gar nicht. Spülmaschine läuft und wir können gar nicht spülen. Das heißt, du kannst mit der Hand. Ich sagen, wir lassen stehen bis morgen. Nein, du tust jetzt mit der Hand spülen. Nein, stehen bis morgen. Also morgen, und wenn dann die Spülmaschine fertig ist, dann. Hier haben wir genug Sucuk für die nächsten zwei Wochen. Ja, für Chien reicht es höchstens zwei Wochen. Ne? Aber deine Tochter gar nicht, die Millet, oder? Die ist ja, unmöglich. Die Millet. Ich mag es nicht mehr so. Sie mag das so gern. Ich ein paar auch. Jahre, also als ich kennengelernt habe, da haben wir einen Haufen Sucuk auch immer gegessen. Ne? Und dann mochte ich es nicht. Du bist mehr auch kein Wurstesser. Die schmeckt aber auch nicht mehr so, wie sie mal geschmeckt hat, muss ich ehrlich sagen. Und seitdem mag ich die Rezeptur hat sich brutal verändert. Teurer ist es geworden. Und ja, die Rezeptur viel teurer. Ich weiß noch. 7, 8 Euro. 7 Euro war es. Und jetzt kostet es 11 Euro 12. Oder was? Oder 12? 12 kostet es. Und das war im Angebot für 10,49. Deswegen hat es mir Aisha mitgebracht. Genau. Und ich würde sagen, wir beenden unser Video heute, meine Lieben. Es gibt gar nichts mehr zu tun heute. Wir beenden es. Genau, mit Sucuk. Okay, also dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Und was sagt man? Tschüss. Ah, da zeige ich euch mein Fahrrad, oder? Genau, ich wollte eigentlich gar nicht verraten. Ich habe E-Bike. Nein, ich wollte es gar nicht verraten. Ich habe E-Bike gekauft, aber richtig cool ist, muss ich euch nur also, dann im nächsten Vlog. Also nehmt es mir nicht übel, mein Deutsch ist halt ein bisschen komisch. Okay, also. Tschüss. Ciao, ciao.